Heute habe ich eine ganz besondere Person hier im Interview, nämlich unsere Award-Gewinnerin Inja Berger. Herzlich willkommen, Inja. Ja, hallo, liebe Yvonne. Schön, dass ich da sein kann. Und ich freue mich jetzt auf deine Fragen. Ja, du bist ja bei uns im Mastery-Programm und hast eben diesen fünfstelligen Award für 16.000 Euro Monatsumsatz erhalten. Stell dich bitte zu Beginn kurz vor, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin die Inja Berger und ich bin Online-Coach. Und durch die Ausbildung jetzt bei euch, durch das Mastery-Programm, bin ich jetzt nochmal darauf gekommen, dass es für mich besonders wichtig ist, jetzt in der jetzigen Zeit, neuen Zeit, speziell die Frauen zu unterstützen, ihre volle Power zu leben. Was war dein Ziel, das du zusammen mit der Mugrauer Consulting erreichen wolltest? Was ist dein Ziel gewesen? Oder was ist immer noch dein Ziel? Ja, mein Ziel ist in erster Linie wirklich, meine Mission wirklich auf die Straße zu bringen. Also ich hatte schon so ziemlich eine Ahnung davon, was wirklich jetzt auf der spirituellen Ebene für mich dran ist, aber ich war mir nicht sicher und ich war einfach verunsichert, ob das wirklich stimmt, was ich so ahne. Genau, und das war dann auch das Ziel zu sagen, ich gehe jetzt zu euch ins Programm, einfach um Unterstützung zu bekommen, um Klarheit zu bekommen und dann wirklich ermutigt, ja, rauszugehen. Was hat dir in der Zusammenarbeit am besten gefallen oder was sind deine persönlichen Highlights gewesen, Inja? Ja, also was mich am Anfang gleich so sehr ermutigt hat, wirklich meinen spirituellen Weg zu gehen, ohne Wenn und Aber, das waren einfach wirklich, also das erste Mal, wie ich von dir diese also Session bekommen habe, wo du einfach mein spirituelles Potenzial gelesen hast, sozusagen, da kam bei dir genau die Antwort auf meine Ahnung, sozusagen. Das hat eins zu eins zusammengepasst und das hat mich so ermutigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das war eben, dass du mir bestätigt hast, dass es gut ist für mich, eben jetzt wirklich in den Weg einzusteigen, meine Bestimmung in Bezug auf Frauen wirklich klar zu bringen und auch wirklich nach außen zu bringen. Weil da habe ich mich immer versteckt davor. Das ist sehr spannend. Das sind zwei Aspekte, die wir jetzt kurz besprechen. Was macht denn so ein Reading mit dir? Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist denn der Nutzen von so einem Reading? Oder was toucht das an? Wie würdest du das sagen? Ja, wie gesagt, vorher war ich so verunsichert in Bezug auf meine Positionierung, in Bezug auf meine tatsächliche Mission, ob es wirklich das Thema ist, die Frauen zu ermutigen, ihr volles Potenzial zu leben, sage ich jetzt einmal. Und das hat mich halt so wischiwaschi gemacht. Und durch dieses Reading mit dir kam halt sofort an, ja, Inja, du bist auf dem richtigen Weg. Ich sehe, dass das deine Bestimmung ist. Und du hast mir eben genau die Bilder geliefert, wo ich gesagt habe, genau das habe ich mehr oder weniger geahnt, aber nicht mit Worten sprechen können. So hast du mir praktisch meine Vorahnung aufs Tablett gelegt, sodass ich es greifen konnte. Es wurde greifbar. Ja. Und dann ist ja etwas so wie in Gang gekommen, ja, auch schon Ergebnisse. Ja, das hat mich so motiviert. Es hat mich so motiviert. Diesen Tag werde ich ja niemals vergessen. Ich bin an diesem Tag, ich war den ganzen Tag bei den Readings dabei, weil mich die so, ja, so aufgebaut haben. Nicht nur das eigene, sondern auch bei den anderen. Das war so ein spezieller Tag für mich. Es ist da bei mir auch wirklich nochmal so eine Öffnung zur geistigen Welt passiert, einfach an dem Tag, weil so eine hohe Frequenz da war einfach. Und die habe ich einfach aufgesaugt. Auch
den ganzen Tag über. Auch bei den anderen, da profitierst du ja immer mit. Ja. Und ich bin am Abend noch hin und habe mein Programm für die Frauen an dem Abend noch zusammengestellt. Und zwar ein Silberprogramm und ein Goldprogramm. Habe das an meine Kunden geschickt und habe dann die nächsten Tage die ersten 6 Anmeldungen bekommen. Also es ging dann alles automatisch. Also wenn du bedenkst, das ist ja ein Tag gewesen, der ist von, ich weiß nicht mehr, hat lange gedauert. Ja, von 2 bis 5 oder 6. Genau, also das waren also stundenlang. Genau. Aber ich konnte nicht weg. Also ich musste da dabei bleiben. Das war ja nicht geplant, hatte ich ja nicht geplant. Aber das war so, so ein offenes Feld einfach. So ein neues offenes Feld, was sich da für mich aufgetan hat. Als hätte ich eine neue energetische Dimension geöffnet, wo ich auf einmal die Gewissheit hatte, das ist gut, das ist okay, das ist ein Weg, das ist die Bestätigung jetzt auch von der geistigen Welt, go for it. Und das hat mich so, genau diese Bestätigung habe ich gesucht und die habe ich durch dich gekriegt. Wenn wir jetzt so da sitzen und darüber sprechen, freut es mich. Das finde ich sehr berührend, dass du das so formulierst. Es ist so eine ganz spezielle Situation jetzt gerade. Es ist auch so wie eine Rückbestätigung für einen selber und auch einfach das Geschenk, dass man da etwas bekommt, was vielleicht nicht alltäglich ist, für mich eben auch. Ich durfte dir das auch geben und dass wir uns jetzt darüber austauschen, ist gerade etwas sehr Schönes, wie ich finde. Ja, weil das auch so wichtig ist jetzt für diese neue Zeit, diese Räume zu öffnen, weißt? Und ich hatte immer irgendwie das Gefühl, ich muss noch irgendwas tun, dass ich diesen neuen Raum öffnen kann für mich selber. Und ich habe ja nicht gedacht, wenn ich jetzt zum Christian Mugrauer ins Programm gehe, die hatte ich ja noch gar nicht so auf dem Schirm sozusagen, dass ich dann auch dieses Geschenk von deiner Seite bekomme. Das war ja noch ein Zusatzgeschenk, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und es hat mich einfach so energetisiert. Es hat bei mir so, ja, so neu, also wie das Herz nochmal neu geöffnet. Und es hat mir auch so Mut gemacht. Also ich bin da wie an dem Tag energetisch komplett gewachsen. Stark. Ja. Und du hast dann ja eben an diesem Tag noch deine Programme 2 geschrieben, 2 Programme. Genau, genau. Ich habe noch die 2 Programme raus an diverse Kunden einfach. Ich wollte von denen nur wissen, ob sie die Programme gut finden oder nicht. Und daraufhin kam die Rückmeldung in der nächsten Woche zunächst von 2 Männern, die gesagt haben, ey Inja, das ist genau unser Programm, das wollen wir kaufen, ja. Weil wir wollen unsere weibliche Seite endlich heilen. Danke, dass du das anbietest. Und eben noch 4 andere Frauen, die auch mit eingestiegen sind in dieses Programm, wo sie gesagt haben, Inja, das geht genau da weiter, wo wir bei dir aufgehört haben, wir wollen mit dir weiter wachsen. Das ist spannend, das Programm ist ja schon auf Frauen hin orientiert, ja. Jedoch sind die ersten Kunden Männer gewesen. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Das finde ich genial. Ja, und ich habe mich auch wirklich gefreut, weil ich mir gedacht habe, ist das nicht wunderschön, dass sich die Männer jetzt eben auch für erstens spirituelle Themen öffnen und zweitens auch sagen, hey, wir wollen endlich unsere weibliche Seite heilen. Wir spüren, da ist einfach etwas noch ungeheilt und solange das nicht geheilt ist, können wir auch nicht weitergehen. Und die wollen einfach auch weitergehen. Und einer davon kommt jetzt sogar in die Ausbildung. Der macht jetzt sogar die Ausbildung und will dann als Weiblichkeitscoach arbeiten. Das finde ich genial. Das ist genial. Ja. Ich frage nochmals nach zu den Ergebnissen. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, als Ergebnis in Anführungszeichen. Auf welche Ergebnisse sozusagen bist du besonders stolz, wenn du es einfach da drauf blickst? Ja, das ist so eine schöne Frage, weil also mir geht's ja so stark bei dieser ganzen Transformation, die ich anbiete, da geht's mir ja ganz stark darum, dass die Menschen bewusst wahrnehmen, dass wir eben hier auf diesem Planeten eben diese Bewusstseinsfeld des Egos haben und dann eben auch das Bewusstseinsfeld des reinen Bewusstseins. Und wenn die Menschen
diese zwei Bewusstseinsfelder bewusst wahrnehmen, dann können sie sich auch entscheiden, will ich im Ego bleiben, wo immer Angst und Trouble und Unsicherheit da ist und Zweifel, oder will ich meinen Quantensprung machen in das reine Bewusstsein hinein, wo die Basis halt die reine Liebe ist. Und das ist so faszinierend für mich zu sehen, dass dieser eine Bewusstseins-Shift, was der alles verändern kann bei den Menschen. Und das ist das, wo ich den größten Nutzen für den Menschen sehe und auch den größten Erfolg sehe bei den Menschen. Weil die verändern sich dann komplett. Ja, und es ist so fest spürbar, dass du da einfach so fest verankert bist in diesem Themenfeld, dass das nicht von heute auf morgen gewachsen ist, sondern dass das wirklich über Jahre gewachsen ist, mit deinem Leben, in deinem Leben sich einfach etabliert hat und so weiter. Was hat denn eigentlich in deinem Leben sich verändert, seit du in diesem Programm bist, jetzt einfach in dieser Phase, wenn du nur diese Phase betrachtest? Ja, was sich da verändert hat, das war einfach, ist oder ist immer noch, das ist einfach, dass mir wirklich bewusst geworden ist, dass ich nicht durch Zufall jetzt auf dieser Welt bin, sondern dass ich wirklich eine Mission habe und dass meine Mission auch wirklich fundiert ist oder dass sie eine Wichtigkeit hat hier auf dem Planeten Erde. Und dass ich eben eine Seele bin, die um diese Zeit jetzt eben inkarniert ist, um Menschen aus ihrer Trance, aus ihrer Unbewusstheit zu befreien. Und ich hatte auch noch an dem Abend, wo ich da bei dir die Bilder bekommen habe, da habe ich auch wirklich nochmal mich verbunden mit der geistigen Welt und habe nochmal danach gefragt, hey, was genau will diese Frau von mir, was genau kann ich dir geben, dieser Kundin, die dann in Zukunft zu mir kommen will. Und das war nochmal so intensiv, weil da kam nämlich dann so ein Bild von einer Frau im mittleren Alter, die gesagt hat, liebe Inja, hilf mir, hol mich raus aus meinem mentalen Gefängnis, ich kann nicht mehr. Und das hat mich so berührt und dann hat mich das noch mehr motiviert, jetzt mach dein Ding und warte nicht aufs nächste Leben, sondern jetzt ist die Zeit reif. Das ist sehr berührend, weil da bist du sehr, sehr nahe, einfach hast dir die Leute quasi gefühlt, die Frauen, die das wirklich benötigen. Ja, und es ist jetzt auch so, dass genau diese Frauen, die zu mir kommen, mir die Bestätigung geben, die sagen, Mensch Inja, ich war wirklich an dem Punkt, ich war kurz vorm nicht mehr können und dann bist du mir reingelaufen oder dann habe ich dich entdeckt durch irgendwas, was auch immer, durch einen Kongress oder so und so weiter. Und es bestätigt mich einfach, geh dafür. Das ist großartig. Wofür bist du dankbar schlussendlich? Also ich bin einfach so dankbar dem lieben Gott. Also ich glaube ja auch wirklich an Gott und bin sehr intensiv mit Jesus verbunden. Und ich bin einfach so dankbar, dass ich meinen spirituellen Weg jetzt seit 30 Jahren unbeirrbar gehen darf. Und dass ich da einfach immer wieder Unterstützung krieg von der geistigen Welt und immer wieder geführt werde und dass ich den Mut hatte vor 30 Jahren eben zu sagen, okay, das konventionelle Leben stelle ich jetzt einmal ab und ich gehe meinen spirituellen Weg, komme, was wolle, egal, ganz egal. Und da würden sich jetzt große Themenfelder auftun. Ich gehe jetzt mit der Frage in eine andere Richtung, aber ich weiß, dass du da ganz vieles erlebt und so weiter hast. Das wäre vielleicht mal eine Fortsetzung für einen Podcast oder so etwas. Ja, das wäre gerne. Toll. Ja. Was sind denn eigentlich auch Herausforderungen? Entschuldigung, ich sage es noch einmal besser. Es gab sicher auch Herausforderungen dann in unserem Programm. Nein, ich sage es noch einmal besser, sorry. Was waren die größten Herausforderungen und wie haben wir dir eventuell dabei auch geholfen? Ja, die größten Herausforderungen waren bei mir einfach wirklich die ganze Technik, die ganze Thematik mit der Technik
Und da habe ich einfach wirklich auch schon während wir während ich jetzt dann mein neu meine neue Homepage da aufgebaut habe, da habe ich so viel Unterstützung bekommen, dass ich zum Schluss wirklich also richtig Lust hatte, meine Homepage einfach auch von der technischen Seite her so weit zu verstehen, dass ich da ja genau meine Präsenz wiedergebe und mich nicht darauf verlasse, dass irgendein Techniker jetzt irgendeine Website für mich erstellt, sondern dass ich da bei dem Prozess voll dabei und eingebunden worden bin. Das hat mich, also es war für mich sehr wichtig, ja. Weil die Website ist immer nur so gut, wie man selber ist sozusagen. Ja. Und es war halt so wichtig, dass diese ganzen Inhalte genau von mir kamen und dass ich da immer Unterstützung hatte und dass das immer so hin und her ging praktisch. Und es hat mich sehr nochmal bestätigt und ich bin immer geführt worden, einfach auch von euch da durch diese Prozesse zu gehen, die ja schon manchmal also ganz schön nochmal in die Tiefe gehen können. Ja. Also eben halt auch eine Herausforderung darstellen, die einen fordern und so weiter. Ja, auf alle Fälle. Ich komme jetzt gern zu zwei, drei Punkten des Programmes, des Mastery-Programmes zu sprechen. Ein Punkt, das ist ja diese VIP-Session mit Christian ganz zu Beginn oder am ersten Teil, im ersten Teil. Ja. Was war da für dich besonders oder was ist da ein großer Nutzen? Ja, diese VIP-Session, die werde ich auch nie vergessen, weil das war auch für mich so schön zu sehen, weißt du, ich werde da von zwei Seiten bedient oder gefördert. Von dir die spirituelle Seite und vom Christian komplett die strategische Seite, aber auch mit sehr viel Eingebung von oben. Also da ist beides nochmal voll zur Wirkung gekommen und es hat einfach nochmal mein ganzes Puzzleteil, was ich gerne eben in die Welt bringen würde, das hat der so mit seinen Worten mir so schön erklären können, dass ich mir gedacht habe, wow, bin ich toll. Weil er praktisch mir gezeigt hat, schau, das bist du, das alles kannst du, das bist du und daraus können wir jetzt einen wunderschönen bunten Blumenstrauß binden und daraus können wir dein Programm erstellen und daraus können wir ja deinen neuen Weg gestalten sozusagen. Es war zum Schluss einfach alles rund, wo ich vorher gedacht habe, ja da ist ein Loch und da weiß ich nicht und das und jenes. Ja. Und diese ganzen Löcher waren dann einfach so gefüllt und zum Schluss war ein wunderschönes Puzzle, wo das Bild für mich selber ganz klar war. Wow, das ist halt eine ganz große Gabe von Christian. Ja. Also das ist wirklich eine große Gabe. Das ist genauso eine Gabe, wie du sagst. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und beim Christian, finde ich, kommt halt dann noch dazu, dass er halt durch seinen Beruf, den er vorher hatte, dass da halt so viel strategisches Wissen dabei ist, was gerade uns Spirituellen natürlich unwahrscheinlich behilflich ist, weil das haben wir einfach nicht. Ja. Also ich rede jetzt von mir, das habe ich einfach nicht. Ja. Und aber was mich heute halt so, also was ich bei euch zwei so schätze, das ist, dass ihr heute halt wirklich einfach das Yin und Yang, also die männliche und weibliche Energie, dass ihr die beide so toll präsentiert und dass man heute halt beides hat. Und sonst hat man ja meistens beim Business, bei der Business Akademie oder wie sie sich auch nennen, da gibt's halt, da ist heute halt immer nur diese Strategie gefragt. Und das ist halt für einen spirituellen Menschen dann manchmal nicht ausreichend. Da fühlt man sich nicht gesehen oder nicht verstanden. Und das ist halt das Schöne bei euch, dass da beides gleichwertig da ist. Schön. Das ist interessant, wenn du das so sagst. Das eine ist ja auch der Consulting Day. Der Consulting Day ist ja auch ein wichtiger Baustein in diesem Mastery-Programm. Ja. Was ist da für dich besonders oder was ist da der Nutzen für dich bisher gewesen? Ja, beim Consulting Day, da ist es ja wirklich so, dass,
dass ihr eure Hellsichtigkeit, also beide praktisch, nochmal so für uns einsetzt, dass ich dann nach dem Tag wirklich das Gefühl hatte, jetzt habe ich so einen Schub, einen Sprung, einen ja, Quantensprung nochmal machen dürfen in die richtige Richtung, als würde man ja erst könnte man Dreirad fahren, sage ich jetzt einmal, und am Abend vom Consulting Day fährt man mit dem Rennradl rum und fühlt sich wohl da drauf und sagt, ja, das ist jetzt mein neues Gefährt. So. Ja, ja. Also das waren nochmal so zwei, also zwei Quantensprünge an einem Tag, sage ich jetzt einmal. Es erhöht. Ja, es erhöht. Und was halt das Tolle ist, dass dadurch, ich meine, ich hatte ja auch noch immer trotzdem, weißt du, so letzte Zweifel, bin ich gut genug, kann ich jetzt so rausgehen in die Welt und mich sichtbar machen und so. Und dadurch, dass ihr mich da so bestärkt habt nochmal, dass das alles klasse ist, was ich zu geben habe, dann ist einfach... Das ist einfach so eine starke Bestätigung. Die brauchen wir Menschen einfach immer wieder. Und das ist einfach so schön, wenn die da ist und wenn sie von Herzen kommt und ehrlich ist. Ja. Das spürt man ja. Spürt man gleich. Ja, genau. Und nicht einfach, ja, sagen wir halt aus pädagogischen Gründen irgendwie, weißt du, was ich meine, sondern das ist einfach wirklich, das kommt einfach wirklich an und lässt einen wachsen. Es ist so ein Wachstumsschub einfach nochmal. Also die ganze Reise mit euch war ein einziger Wachstumsschub sowieso. Toll, dass du das so beschreibst. Ich fühle auch, was du sagst. Und es gehört auch das Umfeld dazu. Was für ein Umfeld hat man denn im Programm deiner Beschreibung nach zufolge? Was ist das für ein Umfeld, das man da hat? Ja, erstens... ist es einfach so, dass dadurch, dass ihr ja, also jetzt außer euch beiden, gibt es ja auch noch ganz viele weitere Experten im Team, die einem in jeder Hinsicht unterstützen. Und es ist ja wie eine Universität und man kann sich halt das rauspicken, was man gerade braucht und da halt sich selbst weiterbilden, so wie es für einen passend ist und wie es vielleicht gerade auch, weißt du, die einen sind schneller, die anderen sind langsamer oder da hat es mich mehr hingezogen und das andere, das kommt langsam dazu oder so. Und man hat halt da so ein breites Spektrum und man hat 9 Calls zur Verfügung pro Woche. Aber das heißt nicht, dass ich in jeden jetzt sofort gehen muss. Ich kann mir das aussuchen. Ich habe die Wahl. Ja. Und das ist natürlich super. Ja. Für wen würdest du denn unsere Programme empfehlen? Braucht es da etwas Spezielles vom Mindset her, von der Einstellung her? Oder für wen würdest du die Programme empfehlen? Ja, im Grunde genommen finde ich, braucht jeder, der wirklich online erfolgreich sein möchte, seine Mentoren. Weil ohne geht nichts, geht es einfach nicht. Und dadurch, dass bei euch eben, also beides so ausgewogen ist, finde ich heute sehr gut, gerade auch für spirituelle Coaches und Mentoren. Sie sind sicher hundertprozentig sehr gut bei euch aufgehoben, aber natürlich dadurch, dass der Christian ja auch eben diese ganzen Business-Tools beherrscht, können natürlich auch alle Business-Leute zu euch kommen. Und das ist eigentlich das Schöne, weil dann in der Gruppe hat man einfach dann auch wieder so verschiedene Menschen um sich herum und das erweitert dann auch wieder den Horizont. Und ich habe jetzt einen Buddy, der businessmäßig unterwegs ist und wir ergänzen uns trotzdem sehr gut. Und so ja, kann man gar nicht sagen, für wen es nicht ist. Ich glaube, es ist für jeden gut. Ja, ist schon eine große Bereicherung in dem Sinne. Ja, auf alle Fälle, weil eben so ein großes Buffet geboten wird sozusagen
und für alle ist gesorgt. Wir haben jetzt über ganz viele Dinge gesprochen. Wir könnten, glaube ich, noch lange weitersprechen. Vielleicht machen wir gerne eine Fortsetzung mal. Ja, gerne. Gibt es etwas, was du jetzt noch sagen möchtest zum Abschluss? Ja, also zum Abschluss möchte ich einfach Danke sagen. Einfach Danke sagen, dass du und der Christian, dass ihr wirklich, das spürt man einfach so sehr, mit Herz und Seele euren Job macht, also es ist eure Berufung, lebt, und dass das wirklich so eine Herzensberufung von euch beiden ist, wo ihr alles an uns weitergebt, ihr haltet nichts zurück, wir können alles bekommen, und wenn wir uns öffnen, je mehr wir uns selbst öffnen, umso mehr können wir empfangen, weil ihr gebt alles, was ihr habt. Ihr haltet nichts zurück und ihr seid immer auf einer Herzensebene, also dass nicht nur die Worte uns helfen, sondern eben auch die Räume, die energetischen Räume, die da geöffnet werden. Das habe ich heute Vormittag wieder so extrem erlebt. Ich bei der einen Übung, wo es geheißen hat, deine Ziele visualisieren, ich habe da gespürt, welche Räume ihr da geöffnet habt, und mir hat es gerade so gerüttelt, geschüttelt, und dann kam wieder diese neue Vision dazu, und so kann man wirklich einfach nur wachsen, und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dir dankbar, Inja, für dieses wunderbare Gespräch, für alles, was du generell auch so einfach einbringst in die Programme, auch in unser Leben. Ich finde das wunderbar und ich bedanke mich von Herzen für dieses Gespräch bei dir. Danke.